Also ich komme am wenigsten damit klar, ich zu sein. Also ich habe mit mir selbst die meisten Probleme überhaupt. Wenn ich die Wahl hätte, dann wäre ich nicht ich geworden. Aber mich hat ja keiner gefragt. So bin ich ganz plötzlich wer? Bin ich ganz plötzlich wer geworden? Wer bin ich? Und nun befinde ich mich sozusagen in der dunklen Nacht der Seele. Ich fühle mich in dem Gefühl, getrennt zu sein, höllisch einsam. Sogar wenn ich unter Freunden bin, mit der Geliebten zusammen, bin ich doch stets immer so arrogant zu glauben, es gäbe etwas Besseres. Und die Idee, dass es etwas Besseres gibt, trägt das Leiden schon in sich. Ich spreche nicht hier mit irgendwem, ich spreche nur zu mir. Ich gebe mir keine schlauen Ratschläge, denn jeder Ratschlag ist auch noch ein Schlag, der ins Gebälk fährt. Also schlag, was du triffst. Zurück zur dunklen Nacht der Seele. Ich habe sehr oft das Gefühl, dass alles sinnlos ist und nicht von Bedeutung. Ich fühle mich so leer. Die ganze Welt fühlt sich leer an. Das ganze Erleben ist leer, denn es ist so vergänglich. Gestern einen schönen Abend erlebt mit viel Freude, Spaß, Tanz, Gesang. Und am nächsten Morgen ist es schon wieder weg, ein leichter Kater, immer auf der Suche nach den Highlights. Und wenn mal keine da sind, schnell sich ablenken und betäuben, damit man die Zeit überbrückt, bis man wieder high ist. Da lache ich doch über mich selbst, wie komisch gestrickt ich bin. Wer bin ich überhaupt? Wer bin ich überhaupt? Bin ich überhaupt wer? Ja, ich bin doch ich. Wer soll das sein? Wer bin ich? Fragezeichen. Okay.